Hallo Freunde der Spiegeltour und willkommen bei Stoneheart. Ja, nachdem Jahre vergangen sind, eins der ersten Spiele, weil ich auf Kickstarter supportet habe, haben es diese Leute geschafft, in den Credits Version 1.0 rauszuhauen. Und es ist, ja, an sich krass, weil noch nicht alles implementiert, beziehungsweise, ich will eigentlich ganz nett sein, sie haben jetzt eine Version 1.0 gezimmert, die jetzt nicht viel weniger bietet als angekündigt. Sie sind natürlich irgendwann an technischen Problemen hängen geblieben, dass irgendwas nicht so funktioniert, wie es sollte, aber trotzdem ist Stoneheart halt ein schönes und angenehmes City-Management-Aufbauspielchen mit den kleinen Figürchen mit bis zu maximal 80 Einwohnern. Weil danach wird die Performance einfach sterben, beziehungsweise mal 80 ist das aktuell höchste, was man einstellen kann, was man an Bewohner bekommen kann. Dazu muss man natürlich die Häuschen bauen und so weiter und so fort, wird angegriffen von unterschiedlichen Fraktionen und so weiter und so fort. Der Multiplayer wurde reingemacht und jetzt hofft natürlich Stoneheart-Entwickler, dass viele Mods demnächst kommen werden. Aber man muss halt mal schauen, Ende des Jahres kommt noch eine Version 1.1. Es sind zurzeit noch ein paar Entwickler dran beschäftigt und die meisten Entwickler werden jetzt abgezogen für neue Projekte, weil das Studio inzwischen ja gekauft wurde und ich glaube, es war von Riot Games. Die haben die gekauft und Stoneheart wurde, glaube ich, seit 2013 entwickelt. Und jetzt ist halt einfach Feierabend, mehr oder weniger. Dennoch werden wir ein wenig spielen. Wir werden mal mit der Northern Alliance spielen und das in dem Arktik Bereich, weil ich das noch nie gemacht habe im Let's Play. Wir werden im normalen Schwierigkeitsgrad spielen, weil ich kenne die Damen noch nicht. So, das Roster. Welche Leute wir mitnehmen. Das ist ein Gourmet, charismatisch. Hot Heat. Da haben wir mit grünem Daumen jemanden dabei. Empathisch. Leichtgewicht. Und man kann inzwischen sagen, ob es ein Mann oder eine Frau ist. War es früher schon so? Aber wir können Einzelcharaktere festsetzen und dann neu würfeln. Aber wir lassen jetzt einfach mal die Random-Geschichte drin. Akzeptieren das Roster. Und entscheiden uns mal für eine Startkondition. Essen für ein paar Tage. Hunting Party. Händlerkarawane. Geld löst alle Probleme, kriegen wir ganz viel Gold, aber ich mache einfach mal Essen für Tage. Und schauen mal, wann wir denn starten. Im Frühjahr. Aber ich fand die Karte nicht schön. Und anscheinend ist auch Arktik einfach das Schwierigste. Oh mein Gott, was ist das für eine Karte? Gibt's überhaupt keinen Boden zum Bauen. Oder hier. Wo willst du denn da hinbauen? Da oben ist ein bisschen Platz. Ja, 8 Tonnen Wasser. Scheint, als wenn wir das meiste. Hier scheint eine ganz gute Position zu sein, damit wir überhaupt noch Pflanzen haben. Ah ne, das hier sind ja Pflanzenmarkierungen und das sind Mineralienmarkierungen. Und ich glaube, es wird immer gesagt, was, also angezeigt, was dieser Mittelpunkt dann bedeutet. Also wir können wirklich danach gehen. Dann gehen wir einfach nach ganz unten links in die Ecke. Siedeln wir hier. Generiere die Welt. Und ich bin sehr gespannt, weil ich habe die 1.0-Version noch gar nicht gespielt. Es soll der Baumanager verändert sein von Häusern. Und natürlich, es gibt halt die neuen Völker.
performance-technisch fühlt sich das gerade auch ein bisschen besser an. So, da ist der Ausschnitt übrigens von der Karte, die wir vorhin gesehen haben. Dann starten wir mit unserem Dorf einfach doch mal hier, oder? Ein Traum. Oh, inzwischen gibt es sogar Wetter für die unterschiedlichen Tage und ich merke gerade, dass der Musiksound ganz schön laut ist. Vor allem dieses macht mich ja total fertig. Wenn es doch so wie früher ist, müssen wir erstmal gucken, dass wir Jobs zuteilen. Beziehungsweise, okay, Trapper. Der Mason, der craftet ja... Jetzt lass mich nicht lügen. Einfach alles. Da sollten wir auch erstmal die Häuser bauen. Ah, da ist das neue Bautool. Ein neues Building machen oder Templates nutzen. Wie zum Beispiel hier so ein Shared Sleeping Spot. Aber wir können einfach mal versuchen, selbst was aufzubauen. Das ist ja... Das haben sie echt cool gemacht. Anscheinend soll ich grundlegende Sachen aus Stein bauen. Und wir haben Besucher, ein Wanderer ist bei uns reingekommen. Du musst dein Symbol, dein Banner wählen. Welche Philosophie wirst du verfolgen? So, wie nennen wir unsere Stadt? Old Town. Ah, nee. New Rumeln. So, Bun of Cutting. Roads give threemal. Also, Straßen machen uns dreimal schneller. Sachen werden teurer verkauft. Und Trader bringen mehr Goods. Das Banner der Stärke. 50% mehr Minenerträge. Proklamation zum Outpost. Und alle freuen sich, weil wir jetzt einen Outpost haben. Blüpp. Yeah, wir haben einen Banner. Aber schlafen können wir immer noch nicht. Ach, bevor ich's... Wisst ihr, was ich jetzt wirklich vergessen habe? Wir müssen Storage Room erstmal machen. So, lassen wir alles zu. Dann können die Sachen schon mal einlagern. Dann haben die wenigstens was zu tun. So, fällen wir schon mal ein paar Bäume. Ein Geschenk. Zwei Corn Breeds, zwei Peasant Breed und zwei Roast Sausage. Aber willst du, dass die immer noch hier unten rechts die Performance-Leiste drin haben? Oder weinen unten welche? Ach, wie die Umgebung finden. Neutral. Moment.
Wer sich übrigens fragt, wie man das wegmacht, STRG einfach. Was? Das ist neues Rumeln? Das Feuerwerk. Sie hat ein Lächeln in ihren Augen. Ah, ich werde dann wohl doch erstmal auf die Basic-Sachen zurückgreifen. Bleibt nur die Frage, wie drehe ich den? Ich weiß, dass es möglich ist. X ist für X-Ray. Y war es auch nicht. Vielleicht mittlere Maustaste. Ah ne, hier oben. Ah ne, das ist Redo Undo. Hier können wir, glaube ich, die Ebene einstellen. Ah ne, das ist nur, wenn ich abspeichern will. Stretch Stone. Shared Sleeping. Ja, mittlere Maustaste kann ich mich umdrehen. Da muss ich wirklich mal kurz in die Tastatur-Settings reingehen. Drag-Kamera, Pan-Kamera, Rotate-Kamera, Race-Kamera, Menüs, Harvest, Find, Tools, Harvest Tool, mein Tool. Loot Tool, tut mir leid, dass ich übrigens nachgucken muss, aber was soll ich machen? Leiter setzen. Ah, Rotate, Punkt und Komma. Life is life. Jetzt wird er es aufbauen. Aber sehr schön, dass wir jetzt ein Menü haben, wo wir genau sehen können, was wir alles brauchen. Und zwar richtig schön ordentlich. Das alte Baumenü war wirklich schrecklich. Wenn er einen Raum betritt, werden die Leute es immer wieder merken. Charismatisch. Glaubt an den großen Bunny-Gott. Ach, guck mal, hier können wir auch ganz genau sehen jetzt, wie zufrieden die sind. Also es ist schon viel dazugekommen. Also ich habe, glaube ich, seit der 0.8 nicht mehr gespielt. Und wir können sogar sehen, was er nicht mag und was er mag. Das Banner mag er und er mag Holzschilder. Hey, guck mal, dieses schöne Holzschild. Oh, das ist aber geil. Ich stehe auf Holzschilder. Ich auch. Aber eigentlich habe ich ihn angeklickt, weil ich brauche einen Mason Bench. Haben die das schon. Oh, die haben wirklich den Stein schon durchgeschlagen. Harvest Tool. Holt mehr Holz. Ich glaube, ich komme nicht dran vorbei, einen Jäger einzusetzen, ne?
Trapper Knife. Und jetzt kann ich doch festlegen, wo wir... Mein Gott, wie hüpft der denn rum? Er freut sich und er wird ein Jäger. Du! Können wir nicht festlegen, wo der Fallen aufstellt. Und der kann... Mhm. Ja, Fallen für Käfer. Warum nicht? Müsste er eigentlich hier Fallen aufstellen. Da ist sie. Käferfallen gab es damals auch nicht. Sie sehen übrigens genauso aus wie Hasenfallen. Wahrscheinlich sind sie einfach irgendwann voll. Aber so ein Käfer bringt halt nicht so viel Essen, denke ich mal, wie ein Hase. Jedenfalls in kleinen Mengen. So, da können wir Stein zum Beispiel lagern. Nicht, keine Pets, keine Pflanzen, Mineralien und Stein. Ach, und sie bauen immer noch so in Anführungsstrichen träge. Ich weiß, kann das Spiel übrigens noch schneller machen. Das ist aber eine experimentelle Geschwindigkeitsstufe. Stellen wir erstmal, wo ist er? Irgendwo muss doch der Tisch sein, hier. Irgendwie hat keiner Interesse daran, den Tisch aufzustellen. Nö, erstmal Mittagessen. So, Daily Update. Können wir einen weiteren Siedler bekommen. Weil wir genug Essen haben und der Wert unserer Siedlung. Den richtigen Wert hat. Jetzt überlege ich mal kurz. Man kann leider immer noch nicht sehen. Noch nicht, also im Mason-Bereich nicht sehen, was man denn auf der Baustelle gerade braucht. So, Stone Table, 2 Stone Beds. Na, du sollst das jetzt alles nicht verlangsamen. Ich glaube, 3 Stone Lanterns waren es. Ah, ich muss nochmal nachgucken. Dup, dup. Dip, dip, dip. Stone Door, Simple Stone Laternen. Also einfache Steinlaternen. Und dabei levelt der halt, wenn er die jetzt zusammenzimmert. Also es ist halt super süß, ey. Om, 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 this cute creature only eats greens. Moment, sind hier Rüben? Ach, Kartoffeln. Und anscheinend haben wir wirklich die ersten Käfer gefangen. Ekelhaft. Da geht irgendwann der Jäger dann hin und holt die raus. Ob das erste Haus noch fertig wird. Stein wird eingesammelt. Vergesst nicht später, das Holz wieder von oben wegzunehmen.
Ästhetik finden sie überall okay. Und was ist das hier nochmal? Auch wegharvesten. Und die ganzen Kartoffeln, die hier im Boden sind, könnt ihr auch alle wegharvesten. Wintermoos. Fasern. Jetzt muss ich mal ganz kurz schauen. Es sollte auch ein... Du bist schon Level 2 geworden beim Jagen. Du auch beim Workshop. Ich weiß, wir brauchen auf jeden Fall auch ein Stone Table. Wie ich es gerade finde. Moment, Stonework Well Supply Shelf. Ach so, Bücherregal für die Wand. Ich sag mal, Wandregal. Wir brauchen diese Tall Window Frames. Achso, er ist noch nicht Level 2. Das zeigt nur an, der Weg zu Level 2. So, ein Händler ist unterwegs gewesen zu uns. Beziehungsweise ist gerade bei uns, aber an dem verkaufe ich jetzt nichts. Ladies and Gentlemen. Ins Baumenü. Stone Chairs. Und warum haben wir keine Laternen? Ach, ich habe die Gartenlaternen gebaut, ne? Ich habe die falschen gebaut. Egal. Ach, da ist der Steintisch. Weiteren Siedler reinholen. Der Trapper ist jetzt Level 2 und ist in der Lage, Tiere auch zu tamen, wenn ich das richtig sehe. Und er kann jetzt Advanced Job, also anspruchsvollere Arbeiten ausführen. Ich denke mal, damit ist gemeint, er könnte wahrscheinlich auch jetzt Hasen einfangen und nicht nur die Käfer. Übrigens, das mit den Lagern, das wird alles ein bisschen angenehmer, sobald man die Kisten hat. Dafür muss der Mason aber Level 2 werden. Und wir haben sogar ein bisschen Kupfer gefunden. Kommt der Mason mal hier oben an die Mine ran, da muss er nicht so weit laufen für die Ich liebe Steine. Um die Steine zu bekommen. Ach, sie setzen immer noch mehrfach die Gegenstände wie früher. Jetzt brauchen wir nur noch diese großen Window-Frames. Dann können wir nämlich den Bau des Gebäudes abschließen. Craften wir auch eine Waffe mal. Dann können wir nämlich unseren ersten Soldaten zusammenzimmern. Tür für unseren
Stein da hinten. Für den Mineneingang. Und wenn wir schon dabei sind, lass uns doch auch mal direkt die Stone Chest hier einknallen. Beziehungsweise ein paar Steintruhen aufbauen. Da passen nämlich 64 Gegenstände rein. So, dann kannst du da die Construction reinlegen und auch Waffen. So, noch ein Fenster da rein. Sehr schön. Ah, die müssen nicht mehr die Treppen abbauen, sondern die Treppen sind einfach durch. Ja, Freunde der Spiegeltour, damit steht das erste Haus und wir werden unsere Kolonie dann weiterführen beim nächsten Mal, wenn es wieder als Let's Play Stonehearth. Es wird natürlich alles dann ein bisschen schneller gehen, umso mehr Einwohner wir über die Tage hinweg generieren. Aber freut darauf, Knuddeligen Kram. In dem Sinne bis dahin, tschüle, euer Imperator.